Wie der Name es bereits verrät, kommt unsere heutige Schnüffelschnute ursprünglich aus den USA. Die Rede ist vom Boston Terrier. Bislang war er vor allem in Amerika bekannt und beliebt. Nach und nach erobert der kleine Vierbeiner aber auch bei uns immer mehr Herzen im Sturm. Was du bei der Haltung und Pflege und auch hinsichtlich möglicher Krankheiten beachten musst, erfährst du im folgenden Video. Wie sieht dieser Hund aus? Wer das Wort Terrier hört, denkt wohl zunächst mal an den Jack Russell, vielleicht auch an den Yorkshire Terrier. Tatsächlich erinnert der Boston Terrier optisch an keine dieser beiden Terrier-Vertreter wirklich, sondern mehr an einen Mini-Boxer mit aufgestellten Fledermausohren. In der Tat handelt es sich beim Boston Terrier um einen doggenartigen Hund. Diese Rasse gibt es in den USA seit den 1870er Jahren, als ein englischer Terrier, diese Rasse gibt es heute nicht mehr, mit einer englischen Bulldogge gekreuzt wurde. Später wurden auch französische Bulldoggen mit eingezüchtet. Übrigens ist der Boston Terrier der offizielle State Dog von Massachusetts, dessen Hauptstadt eben Boston ist. Der Boston Terrier, der bei guter Haltung und Pflege bis zu 15 Jahre alt werden kann, hat wahrlich eine besondere Optik, für die unter anderem der quadratische, massige Kopf und die bereits erwähnten, nach oben aufgestellten Fledermausohren charakteristisch sind. Zudem besitzt er eine relativ kurze Nase und eine Stummelrute. Standardmäßig wird auf die richtigen Proportionen bei diesem Hund viel Wert gelegt. Wusstest du, dass es den Boston Terrier in drei Gewichtsklassen gibt? So gilt er mit einem Gewicht von 6,8 Kilogramm als leicht, während 6,9 Kilogramm bis 9 Kilogramm unter mittelschwer fällt und 9 bis 11,3 Kilogramm als schwer bezeichnet werden. Dabei erreicht der Racker in seiner großen Form eine Widerristhöhe von maximal 43 cm und ist damit insgesamt eher eine kleinere Hunderasse. Das kurze Fell ohne Unterwolle des Boston Terrier kann dabei in unterschiedlichen Färbungen vorkommen, bzw. ist in verschiedenen Färbungen erlaubt. So kann er sowohl gestromt sein als auch schwarz oder Seal, eine schwarze Färbung mit einem rötlichen Schimmer. Rassetechnisch vorgeschrieben sind übrigens immer ausgewogene, verteilte weiße Abzeichen. Der Boston Terrier ist also nie rein schwarz oder rein Seal. Was zeichnet diese Rasse charakterlich aus? Der Boston Terrier ist ein aufgeweckter Hund mit einem liebenswerten Charakter und Wesen. Zudem ist er sehr temperamentvoll und immer zu Späßen aufgelegt, eine echte Frohnatur also. Dabei ist er äußerst menschen- und tierfreundlich. Und das schließt neben Hunden oftmals auch andere Haustiere ein. Das macht ihn zum idealen Begleiter für Familien. Und da auch die Erziehung dich in den meisten Fällen vor keine allzu großen Herausforderungen stellen dürfte, eignet sich der Boston Terrier auch durchaus für Hundeanfänger. Obwohl er kein Jagdhund ist, können einige Vertreter der Rasse trotzdem einen relativ starken Jagdtrieb außerhalb der eigenen vier Wände entwickeln. Wie bei anderen Hunden auch ist es also durchaus angebracht, beim Gassigehen aktiv auf Verlockungen wie Eichhörnchen zu achten. Obwohl er sehr aktiv ist und wie jeder Hund täglichen Auslauf und Beschäftigung braucht, zählt er nicht zu den nervösen Rassen. Stattdessen ist der Boston Terrier ein sehr gelassener Hund, der aber gleichzeitig durchaus sensibel ist. So wird ihm ein überdurchschnittlich hohes Feingefühl attestiert, das es ihm ermöglicht, sofort deine Stimmungen auszuloten. Bist du also mal nicht so gut drauf, wird dein Boston Terrier das sofort bemerken. Wusstest du übrigens, dass die Gelassenheit auch mit dem Gewicht zusammenhängen soll? So soll ein schwerer Boston Terrier ruhiger sein als die Fliegengewichte dieser Rasse. Das heißt aber nicht, dass dein Vierbeiner dann auch weniger verspielt wäre. Im Gegenteil, Boston Terrier gehören insgesamt zu den Hunden, die auch noch im hohen Alter viel Freude am gemeinsamen Spielen haben. Wie steht es um die Gesundheit dieses Hundes? Wie du ja bestimmt bereits weißt, gibt es leider viele Hunderassen, die aufgrund von überzüchteten Merkmalen zu den Qualzuchten zählen und deshalb schon vom Welpenalter an mit Krankheiten zu kämpfen haben. Achte also bei der Auswahl deines Hundes in jedem Fall darauf, dass er aus seriösen, verantwortungsbewussten Händen stammt. Die Gesundheit der Hunde muss bei jedem Züchter an erster Stelle stehen, andernfalls kann es zu schwerwiegenden Folgen für deinen kleinen Schatz kommen. Leider hat der Boston Terrier eine Neigung zur sogenannten Patellaluxation.
Dabei handelt es sich um das Herausspringen der Kniescheibe, was für den Hund, wie du dir vorstellen kannst, sehr unangenehm und schmerzhaft ist und ihn dann in seiner Bewegungsfähigkeit stark einschränkt. Verantwortungsvolle Züchter achten darauf, dass diese Beeinträchtigungen nicht in ihrer Zucht vorkommen bzw. diese Hunde dann aus der Zuchtlinie genommen werden. Auch wenn der Boston Terrier generell von relativ robuster Natur ist, kann auch er unter Krankheiten leiden. Verbreitet sind bei dieser Rasse vor allem Erkrankungen der Augen und der Atemwege. So kann es passieren, dass der Hund an grauem Star oder der progressiven Retina-Atrophie, einem fortschreitenden Absterben der Netzhaut, erkrankt, an der er auch erblinden kann. Durch die kurze Nase ist Brachycephalie ebenfalls keine Seltenheit und tritt vor allem bei kurz gezüchteten Schnauzen auf, ähnlich wie beispielsweise beim Mops. Durch zu stark ausgeprägte Kurzköpfigkeit bleibt den Hunden sprichwörtlich die Luft weg. Sie können durch die kaum vorhandene Nase schlichtweg nicht frei atmen, was die Lebensqualität der Tiere nachhaltig stark und negativ beeinflusst. Achte also darauf, dir einen Züchter rauszusuchen, der großen Wert auf die Gesundheit und die passenden Schnauzenproportionen des Hundes achtet. Du kannst dich noch nicht ganz entscheiden, ob der Boston Terrier der richtige Hund für dich ist? Dann klick doch zum Vergleich auf das linke Bild, hinter dem sich das Video versteckt, in dem wir dir einen anderen kleinen Hund vorstellen, und zwar den Bolonka Zwetna. Oder du hattest vielleicht noch nie einen Hund und weißt deshalb so gar nicht, welcher Hund zu dir passen könnte? Dann klick auf das rechte Bild, um zu erfahren, welche unsere Top 5 Hunderassen für Anfänger sind.